Einen schönen guten Tag oder guten Nachmittag. Es ist heute der 23.10.2023. Ja, die Aufnahmen sprießen langsam wie Pilze aus dem Boden, so ähnlich wie Sven Heidenreich es in seinem Podcast mal ausgedrückt hat, der Podcast-Marathon. Naja, und so ist das hier ein Beitragsmarathon, denn auf YouTube wird das wahrscheinlich hier nicht landen. Ich mache es hier als Audiobeitrag, weil ich das Xiaomi eben auch brauche, um was vorzuführen. Es geht mir um den Vergleich der Messenger auf ihre Bedienbarkeit hin zwischen Blind Shell und Android. Wobei Blind Shell streng genommen auch ein Android ist. Aber Blind Shell hat eine etwas alte Android-Basis drunter, aber es funktioniert immerhin noch. So. Ich nehme mir vor, Messenger wie WhatsApp, Telegram und Signal. Und Viber lasse ich mal weg, das ist so exotisch. Also für den Vergleich lasse ich erstmal Viber weg. Wenn es gewünscht ist, mache ich irgendwann nochmal einen extra Viber-Beitrag, aber ich habe jetzt momentan auf dem Xiaomi auch keinen Viber mehr. Das habe ich, wenn dann, auf dem iPhone. Gut. So, wir haben das Xiaomi Redmi Note 10 5G. Genau. Ich lege mal das Blind Shell hier hin. Und Bildschirm aus. wir haben das Blind Shell Classic 2. So, das ist natürlich hier noch. Immer schnell rauslöschen, damit immer der Chat schön leer ist. Zack. Chat leer. Zack. Okay. Gut. Die Ausgangsbasis haben wir. Überall Basisbildschirm. So. Ich fange mal mit dem an, was ich nur auf dem Xiaomi habe. Das ist der Signal. 17 Uhr 5 Akkukapazität 33. Ich entsperre mal. 17 Uhr 5. Christine Launcher. Wir haben Signal. Signal zum Aktivieren doppeltippen. Und drücken da mal drauf. Signal. Und haben letztlich oben Toolbar Settings Touch Area zum Aktivieren doppeltippen. Toolbar Settings habe ich nie groß benutzt. Ist wahrscheinlich die Einstellungsoberfläche. Kontaktbild, Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Kontaktbild. Sebastian Fietz 15. Genau, OKT. da Abzeichen sind ja. schon die Chats. Neue Benachrichtigung von Google Podcast App Medias Res, das Medienmagazin. Gut, das Medienmagazin ist gerade frisch gekommen. Calls, Freunde einladen zum Aktivieren doppeltippen. Calls, Anrufe. So, und dann sind unten ist Anrufe. Chats. Chats sind ganz links. Anrufe. Dann kommen die Anrufe. Stories. Und die Stories. Auch Signal hat Stories. Und wenn man jetzt in solch einem Chat drin ist, dann sieht man da eben auch, wenn man da schreibt, ich mache das jetzt nicht, weil dann müsste ich jemanden anschreiben und das bringt jetzt nichts. Und außerdem würdet ihr die anderen Nachrichten auch noch mithören. Das ist nicht so toll. Würde statt des Senden-Buttons ein Button kommen, da heißt es Signalnachricht. Signalnachricht ist im Prinzip der Senden-Button. Und man kann auch Sprachnachrichten schicken. Da gibt es auch den Button für. Sebastian Fietz 15, OKT, Ich Abzeichen mache ja, das diese mal Ausmusikband, Signal, ausnahmsweise aber Signalnachricht, nur. Eingabefeld zum Bearbeiten, Anhang hinzufügen, Schaltfläche doppeltippen aktiviert. Bedienungshilfen, Anhang hinzufügen, Schaltfläche doppelt. Sebastian Fietz, ich höre die Kugis ganz gern. So, Moment. Zurück, Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Direktaufnahme, Schaltfläche doppeltippen aktiviert. Direktaufnahme, das ist die Sprachnachricht. Signalnachricht, Direktaufnahme, Schaltfläche doppeltippen aktiviert. Audioanhang aufnehmen und senden, Schaltfläche Ah, nee, doppeltippen aktiviert. Audioanhang. Das andere ist. Direktaufnahme, Signalnachricht, Direktaufnahme Eingabefeld ist zum Bearbeiten, Video. Audioanhang aufnehmen und senden, Schaltfläche doppeltippen aktiviert. Audioanhang aufnehmen und senden ist. Die Sprachnachricht. Bedienungshilfen, Schaltfläche zum Aktivieren. Anhang hinzufügen, Schaltfläche doppeltippen aktiviert. Und Anhang hinzufügen. Bedienungshilfen, Schaltfläche zum Aktivieren. Audioanhang hinzufügen, Schaltfläche doppeltippen Genau. aktiviert. Und wenn jetzt ich hier irgendwas schreiben würde, mache ich aber nicht,
dann würde irgendwo Signalnachricht erscheinen. Das ist quasi der Senden-Button. So. Startbildschirm, Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Systemlauncher. Signal richtet man im Prinzip so ähnlich ein wie ein anderes, jedes andere auch, wie ein Telegram oder wie ein WhatsApp. Das Ding hat auch eine Doppelautorisierung, also mit Passwort. Das gibt es eben auch bei Signal. Signal wird so als der neben Threema sicherste Messenger gehandelt und gesehen. Und ist selbst mit Commentary, ich bin hier nicht mit dem Talkback unterwegs, aber mit Commentary ist das auch auslesbar. Aber das ist eigentlich egal, weil beides geht. So, dann sind wir noch bei Telegram. Telegram zum Aktivieren doppeltippen. Das ist jetzt die Original-App, die man im Play Store vorfindet. Da kommen jetzt 1000 Benachrichtigungen. Neue Benachrichtigung von Telegram, Georg, App, Musiknoten, Seelenmelodie, Musiknoten, 11 Kanal, Junge Freiheit, Wochenzeitung für Debatte, 700 ab zurück, Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Ja, auch die Junge Freiheit habe ich. Aber nur, weil ich sehen will, was die so schreiben. Ich habe sowieso immer bei Twitter und so auch immer alles Mögliche gehabt, damit ich einfach von allem etwas sehe. Und ich habe mir dann mein eigenes Bild rausgemacht. Das mache ich heute genauso. So, das ist jetzt die Original-App. Wir gucken mal. Oben links fangen wir an. Navigationsmenü öffnen, Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Navigationsmenü, genau. Das haben wir auf dem Rechner auch. Das machen wir mit Doppeltipp mal auf. Und dann haben wir hier... Meine Wolfram R plus 491764131302. Startbildschirm, Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Das ist quasi mein Profil mit dem Bild. Meine Stories. Da gibt es dann auch meine Stories. Neue Gruppe. Eine neue Gruppe. Kontakte. Kontakte, da kann man die Kontakte alle sehen. Anrufe. Anrufe. Leute in der Nähe. Leute in der Nähe. So, jetzt nehme ich mir mal zur Vereinfachung meine Bluetooth-Tastatur dazu. Meine Rivo 2. So. Gespeichertes. Einstellungen. Gespeichertes. Gespeichertes, genau. Einstellungen. Gespeichertes ist quasi alles, was man sich selber zuschicken kann. Ist wie so eine eigene Cloud im Telegram nochmal. Gespeichertes. Einstellungen. Dann kommen Einstellungen. Da kann man sehr vieles einstellen. Ich öffne die jetzt nicht alle. Da kann man dann auch einstellen, ob der alles runterladen soll und was man da auch alles einstellen kann. Man kann ja mal so grob durchgehen, aber... Wolfram R. Ich will nur... Profilbild zum Aktivieren doppeltippen. Zurückgehen, Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Okay. QR-Code erstellen, Schaltfläche doppeltippen aktivieren. QR-Code erstellen kann man hier... Einstellungen durchsuchen, Schaltfläche doppeltippen aktivieren. Dann ist hier auch ein Durchsuchen-Button. Oder so ein Eingabefeld, wenn man Einstellungen suchen will. So ähnlich wie bei iOS auch in den Einstellungen oder bei Android auch. Weitere Optionen, Schaltfläche doppeltippen aktiviert. Optionen, da gibt es dann auch nochmal ein paar Sachen. Profilbild ändern, Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Hier kann man das Profilbild ändern, wie wir hören. Konto. Konto. Plus 491724. Benutzername. Edwerwölfchen 85. Genau, das ist mein Benutzername, der kann ruhig mal erklingen. Ein paar Worte, die dich beschreiben. Bio. Genau. Einstellungen. Dann kommen die Einstellungen. Chat-Einstellungen. So, da gibt es Chat-Einstellungen. Privatsphäre und Sicherheit. Privatsphäre, Sicherheit. Mitteilungen und Töne. Mitteilungen und Töne. Daten und Speicher. Daten und Speicher. Das ist so ähnlich wie bei WhatsApp auch. Wird ein bisschen anders benannt. Energiesparmodus. Ein Energiesparmodus gibt es noch. Den habe ich schon lange nicht. Ich war hier schon lange nicht mehr drin in der Einstellung. Ordner. Ja, da kann man dann Ordner noch hinzufügen. Ich dachte immer, das kann nur der Plus Messenger, aber der eigentliche Telegram kann offensichtlich auch mit Ordnern arbeiten. Aha. Geräte. Geräte, ja. Da kann man dann wahrscheinlich die Sitzung. Neue Benachrichtigung alle von Telegram Schnapp. Sprache, Deutsch. Sprache, Deutsch. Hilfe. Neue Benachrichtigung von Telegram Schlagerprofis.de. Gerahmt ist Sprache, Deutsch. Hilfe. Ja, das war gerade eine Benachrichtigung von Schlagerprofis. Schlagerprofis.de. Eine Frage stellen. Eine Frage stellen, das ist, geht an die Entwickler. Telegram FAQ. Telegram FAQ, die gibt es schon sehr lange. Datenschutzerklärung. Eine Datenschutzerklärung gibt es hier. Telegram für Android V10.1.3 3944 Store Bundled ARM64 V8A. Da seht ihr mal die Versionsnummer. Datenschutzerklärung. Telegram für Android V10.1.3 3944 Store Bundled ARM64 V8A. Und dann bla 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 irgendwas.
So, mehr gibt's hier scheinbar. Neue Benachrichtigung von Bild 1. DFB-Spielerin kritisiert Bund Datenschutzerklärung. So, weiter gibt's hier keine Sachen. Genau. Jetzt muss man bei Telegram aber dazu sagen. Startbild, Zurückschaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Ich mache das mal wieder zu. Startbildschirm Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Auf einem System-Launcher. Übersicht Schaltfläche zum Aktivieren doppeltippen. Zuletzt so, geöffnet. Dass ich einfach Telegram, entsperrt zum Aktivieren doppeltippen. Telegram App Info öffnen. Schaltfläche zum System-Launcher. Das Ganze App Info. Einfach zwangsbeende. Beenden erzwingen zum Aktivieren doppeltippen. Denn letztlich kann mir bei Telegram, da ist eigentlich immer die Warnung. Neue Benachrichtigung von Telegram Deutschlandfunk. Okay, Schaltfläche doppeltippen. Wenn du das Beenden einer App erzwingst, kann dies zu Fehlverhalten führen. Genau, da steht, wenn man das Beenden einer App erzwingt, dann kann das zum Fehlverhalten führen. Merke ich aber eigentlich in der Regel nicht. Abbruch, Schaltfläche doppeltippen. Okay, Schaltfläche doppeltippen. Okay. App Info. Und hab das Ding trotzdem zu. System Launcher. So. Übersicht Schaltfläche zum Aktivieren doppelt zuletzt geöffnet. Geschlossenen, die geöffneten Apps alle wieder zu. RAM gesamt 4.0 plus 2,0 zuletzt 278 MB gelöscht. Genau, diese Schalter mit dem RAM ist im Prinzip das Schließen aller Apps, die im RAM jetzt waren. So. Okay. Ja, WhatsApp kann ich jetzt auf dem Android nicht mehr wirklich vorführen. Ist aber im Prinzip auch so ähnlich durchwischbar wie ein Signal oder ein Telegram oder ein Viber oder sonst irgendwas. Hat auch sehr gute Beschriftung, kann ich dazu sagen. Ich hatte WhatsApp hier mal drauf. WhatsApp habe ich jetzt aber nur noch auf dem Client-Shell, was ich mir gleich nehme. Auf dem Blind Shell drauf und ich werde mal am besten kurz eine Pause einlegen und eine, obwohl, ich muss mal gucken, ob man das nicht auch so schafft. Ach, machen wir einfach lauteste Lautstärke vom Blind Shell. Oder die zweitlauteste, drittlauteste nehmen wir, die 8. So, okay. Wir waren ja eben schon bei Telegram, dann gehen wir mal ins Telegram bei Blindshell, weil das Telegram bei Blindshell ist wieder ganz anders aufgebaut. Dazu wollte ich auch was sagen zu Telegram und dem allgemeinen Aufbau. Telegram-Aufbauten können sich ganz sehr unterscheiden. Und es gibt nicht nur eine Telegram-App unter Android, es gibt viele Apps, die Telegram sozusagen nachbilden. Das sind aufgrund der Programmierschnittstelle, die Telegram bietet, können verschiedenste Apps entwickelt werden. Und so gibt es unter anderem zum Beispiel Telegraph als Messenger, das ist auch ein Telegram-Nachbau. Es gibt Plus Messenger, der hat so ein paar Eigenheiten noch. Da kann man dann zum Beispiel sich anzeigen lassen, in welchen Gruppen man Administrator ist. Das schafft man zum Beispiel bei anderen, beim echten Telegram auch nicht. Aber bei Plus Messenger schon. Deswegen hat mir mal einer gesagt, ja, er hat den Plus Messenger zusätzlich drauf, damit er sieht, wo er Administrator ist, wenn er dann zufällig mal Administrator wird. Ja, und wann wird man Administrator einer Gruppe? Wenn man als einziger nur noch in der Telegram-Gruppe ist, dann wird man automatisch Administrator einer Gruppe, die vorher mal von einem anderen administriert wurde. So, ich will jetzt aber keine Vorträge über Telegram halten, sondern ich will eigentlich die Zugänglichkeit auseinandernehmen. So, ich habe gesagt, ich vergleiche es zwischen Android und dem Blindshell Android. Mache ich jetzt auch. Ich gehe in das Telegram rein. So, die verpassten Ereignisse, die lasse ich jetzt mal verpasste Ereignisse sein. Wer sich im Blindshell Classic 2 oder im Blindshell Classic 1, aber den Classic 1, das ist dasselbe. Ich könnte jetzt auch über Classic 1 das Telegram vorführen. Das ist eigentlich fast egal, bis auf eine einzige Sache. Deswegen mache ich es jetzt über Blindshell Classic 2. Und da gibt es ja rechts die Taste. Das habe ich ja in dem letzten Beitrag gesagt. Die ist für Sprachaufnahmen und auch für Favoriten. Und auf der Favorit 3 ist bei mir Telegram. 3 von 14. Telegram. Lade, Chats, 1 von 5.
So. Ja, okay. So, der zieht jetzt nach. So, wir hören Chats. Das ist hier die Chats, die haben wir hier ganz oben. Dann kommt als nächstes Kontakte. Also die haben quasi so ein bisschen das Navigationsmenü nachgebaut. Gruppen. So, da geht das schon wieder ganz anders weiter. Gruppen gibt es ja eigentlich als Menüpunkt nicht. Bei denen gibt es das schon. Suchen. Da kann man dann Kanäle und Gruppen und Leute suchen. Einstellungen. 5 von 5. Und Einstellungen gibt es hier. So. Suchen. Chats. 1 von 5. Wir fangen mal mit den Chats an. Lade. Gruppe. Schmidt ist Block. 146 ungelesene Mitteilungen. 1 von 100. So, und wir merken schon Schmittis Blog. Das wird hier alles unter Gruppe gehandelt, ist aber eigentlich ein Kanal. Also das Ding unterscheidet, soweit man in der Chatliste ist, nicht mehr davon, Ungelesene er Mitteilungen. nicht 1 von mehr 100. zwischen Telegram, Gruppen oder Kanälen. Da wird einfach nicht mehr unterschieden. Gruppe. Schmidt ist Block. So, ich gehe mal in 146 Schmittis ungelesene Blog Mitteilungen. rein. 2 von 100. Lade. Eingehende. Schmidt ist Block. The Marvels. Ein aktiongeladenes Sci-Fi-Feuerwerk zum Abschluss des 10. Jahres 2023. Nachrichtenvorschau. Vor einer Minute. So. Eingehende. Schmidt ist Block. The Marvels. Ein aktiongeladenes Sci-Fi-Feuerwerk zum Abschluss des 10. Jahres. Eingehende. Schmidt ist Block. Ja, The der Marvels. lädt Ein hier Sachen aktiongeladenes nach Sci-Fi-Feuerwerk zum noch. Abschluss des 10. Jahres Das passiert 2023. manchmal. Nachrichtenvorschau. Vor einer Minute. 1 von 12. Gut. Wir hören was von Nachrichtenvorschau. Hä? Gibt's eigentlich im Telegram überhaupt nicht. Aber bei denen gibt's das, weil die das selber nachgebaut haben. Ganze Nachricht lesen. 1 von Und 12. dann kann man da einfach auf die Bestätigungstaste drücken und ein kleines Menüchen poppt auf. Und wir hören was von ganze Eingehende. Nachricht Schmidt ist Block. lesen. Neue Nachricht. 2 von 12. Neue Nachricht, das könnte ich jetzt auf diesem Kanal hier gar nicht tun, weil ich kein Administrator bin. Auf Nachricht antworten. 3 von 12. Auf Nachricht antworten könnte ich eigentlich auch nicht. Neue Sprachnachricht. 4 von 12. Neue Sprachnachricht. Datei senden. 5 von 12. Datei senden. Teilen. 6 von 12. Teilen. Gruppenmitglieder anzeigen. 7 von 12. Gruppenmitglieder anzeigen. Also das wären dann die Kanalabonnenten eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob man das könnte hier. Informationen aus Text verwenden. 8 von 12. Informationen aus Text verwenden braucht man, wenn man mal einen Link öffnen will. Nummer 1. 2023. Link 1. So, und von hier aus könnte ich dann den Link öffnen. Und dann fragt er mich, ob ich das im Internetbrowser öffnen will. Oder den Link einfach teilen will, woanders hin. Nach WhatsApp oder nach E-Mail oder sonst irgendwo hin. Also das ist im Prinzip eine ganz andere Darstellung. Und wie habe ich den jetzt zum Schweigen gebracht? Naja, mit der rechtesten Taste oben, die im Prinzip das wiederholt, was zuletzt gesagt wurde, oder eben tatsächlich durchbuchstabiert. So. Eingehende. Schmidt ist Block. The Marvels. Ein aktiongeladenes Sci-Fi-Feuerwerk. Gruppe. Schnäppchen. Deals und Angebote. 63 ungelesene Mitteilungen. 2 von 100. Genau. Gruppe. Schnäppchen. Deals und Angebote. 4.324 ungelesene Mitteilungen. Ja, es gibt 3 von 100. einmal den Kanal, einmal die Gruppe. So. Wenn ich jetzt aber einen Kanal suchen würde, dann würde er den als Kanal auch finden. Also, ich mach mal den Spaß mir und suche meinen eigenen Kanal. Kann ich ja machen. Chat. Also, 1 von 5. Kontakte. Gruppe. Suchen. Vier. suchen. Name. So, Werwölfchens Block. Na dann. Die Klingeleien sind Benachrichtigungen, die hier im Telegram durchkommen. Oh. Ach, der findet mein eigenes Ding nicht? Okay. Das ist ja doof. Ich schreibe mal alles Alle Buchstaben groß, klein. Ziffern. Alle Buchstaben klein. Mal nochmal. Warum findet der mein Werwölfchens Blog nicht?
findet da nicht mal. Ist ja witzig. Okay. Das ist ja ein Ding. Mhm. Was ist denn, wenn ich nur Werwölfchen nehme? Mal gucken. Auch nicht. Das ist ja irre. Aha. Also die Telegram-Suche ist... Naja, manchmal finde ich auch wirklich Sachen nicht. Dann muss ich über Android gehen. Vieles finde ich aber. Aber das finde ich gerade nicht. Ist ja auch sehr spannend. Gut, ich habe natürlich meinen eigenen Kanal in den Chats drin. Haha, so ist das nicht. Aber es ist schon sehr komisch, dass das nicht funktioniert. Aber eigentlich könnte man hier suchen. Mal gucken, ob der überhaupt noch was sucht. Ich mache jetzt mal Zeitung. Berliner Zeitung. Die hat nämlich auch einen Telegram-Kanal. Da ist er. Ja, die findet da. Der Wölfchens Blog. Mhm. Na, von mir aus. So, jetzt könnte man von hier aus dem Kanal beitreten. Also hier unterscheidet er zwischen Kanälen und dem anderen. Aber warum man mein eigenes nicht findet? Na gut. Ach Quatsch. Ich zeige trotzdem mal, dass er meins in den Chats drin hat. So, echtes Essen. Radio Dacia. Das ist Wolfram R. ist dann mein eigenes gespeichertes, das heißt hier nicht gespeichertes, sondern einfach mein Name. Ja, Hobby, Spaß und Infos ist meine Gruppe, die an meinem Kanal hängt. Da ist sie, Werwölfchens Blog. So. Dann wollen wir noch mal gucken. Gruppenmitglieder anzeigen. Machen wir doch mal. So. Also letztlich ist, geht es bei Kanälen auch, dass man sich die Kanalabonnenten zeigen lässt. Ich bin aber auch Administrator gleichzeitig. Transcriberbot ist mein derjenige Bot, der quasi meine Sprachnachrichten in Text umwandelt. Genau, das ist eine andere Administratorin einer anderen Gruppe wieder. Tobias Franke, 6 von 9. Den Tobias Franke kennt man vielleicht. Mike Ibanek, 7 von 9. Mike Ibanek wird man nicht kennen. Heidrich, 8 von 9. Ja, das ist mein Schneeblein, sozusagen. Robert Hans, 9 von 9. Und Robert Hans. Ja, also, warum er das nicht findet, weiß der Himmel. Keine Ahnung, warum man diesen blöden Kanal nicht findet. Der ist aber eigentlich, hat einen öffentlichen Link. Ist ja komisch. Na gut. Was dieses Telegram nicht kann, im Gegensatz zum Android-Telegram, ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Kanal ist und da ist eine Gruppe mit verknüpft, dann kann das Blindshell das nicht erkennen, dass es eine Verknüpfung zwischen einer Gruppe und einem Kanal gibt. Was der Blindshell-Telegram auch nicht kann, ist Telegram-Telefonie. Dafür kann er aber sehr gut Sprachnachrichten aufnehmen. Und zwar in der Weise, dass er, wenn ich eine Sprachnachricht aufnehmen will, sagt, nehmen Sie die Sprachnachricht jetzt auf. Und man kann im Prinzip das Handy in der Hand halten oder irgendwo ablegen. Völlig egal, man braucht nicht die Taste halten. Und man muss auch nicht dafür sorgen, dass man irgendwie jetzt irgendwas nach oben drückt oder wischt oder sonst irgendwas macht. So,
Ja, also das Telegram hat ja auch seine Nachteile, aber es hat gerade zum Lesen von Kanälen, die man schon abonniert hat, und auch zum Veröffentlichen von Sprachnachrichten oder sonst irgendwas, ein sehr schönes Telegram, weil es einfach sehr einfach gemacht ist. Wie gesagt, die Telegram-Telefonie fehlt hier drin. Aber dafür kann man halt auch auf die Inhalte zugreifen. Man kann sich auch Videos nicht Fotos anzeigen lassen. Die Videos werden leider als nicht komplett. Nee, wie nennen die das denn? Ja. Werden leider als nicht unterstützter Inhalt deklariert. Also das geht mit dem Blind Chat Telegram leider nicht. Der WhatsApp wiederum schafft es, aber der hat einen anderen Nachteil. Den zeige ich auch noch. Gut. Damit ich jetzt nicht irgendwas mache. Oder nee, ich schicke mir mal selber eine Sprachnachricht. Aber nicht im Telegram. Da doch, im Telegram kann ich mir auch mal eine schicken. Das kann ich auch mal machen. Und zwar nicht in meinem Kanal, sondern auf meinem Wolfram R. Auf meinem gespeicherten. Dann kann man das mal vorführen. So, das ist mein eigenes. So. Genau, da habe ich mir einfach was weitergeleitet, was ich gefunden habe. Und das habe ich mir einfach hier ins Telegram geballert. So. Also, wir machen mal eine Sprachnachricht. Wir drücken hier auf die Bestätigungstaste. Genau, also neue Nachricht heißt einfach neue Textnachricht. Kann man auch mal demonstrieren. Text. So, und dann kann man einfach eingeben, was man will, oder mit Spracheingabe, ist völlig egal. Und dann die Bestätigungstaste drücken, wenn man fertig ist. Im Prinzip ist dann die Nachricht gesendet, im Idealfall. So. Dies ist eine Testnachricht für den Beitrag zu den Messengern. Aufgenommen mit dem Blind Shell Classic 2 unter Android 8.1. Genau, dann fragt er nochmal, ob wir die Sprachnachricht senden wollen. Mitteilung wurde gesendet. Neue Sprachnachricht. Zack. 413. Versendete Sprachnachricht. 73 Und jetzt Kilobyte. 11 Sekunden. Vor 0 Minuten. hören wir die einfach mal ab, die Nachricht. Sprachnachricht abspielen. 1 von 11. Genau, dann gibt es Sprachnachricht abspielen. Dies ist eine Testnachricht für den Beitrag zu den Messengern. Aufgenommen mit dem Blind Shell Classic 2 unter Android 8.1. Wiedergabe beendet. So, das war's. Und das sind alles Sachen, die sind super einfach mit dem Telegram. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu WhatsApp, was auf dem iPhone das komfortabelste Programm ist, laut Svens Podcast. Ich kann es nicht nachprüfen, ich habe auf dem iPhone oder auf dem iPad kein WhatsApp drauf. Also momentan nicht. Könnte ich jederzeit machen, aber habe ich jetzt im Moment nicht. So. WhatsApp habe ich aber hier. Und deswegen gehen wir hier mal ins WhatsApp rein. WhatsApp. Genau, das habe ich jetzt nur über Sprachbefehle einfach gemacht. Ja, Google Drive Backup. Das kommt hier, weil das Blind Shell nicht in der Lage ist, sich mit Google zu autorisieren. Das Einzige, wo sie es implementiert oder eingebaut haben, ist die Mail-App, ansonsten nicht. So. Google Drive Backup. Und deswegen muss ich jetzt hier durchschalten. Google-Konto. Keins ausgewählt. So, Google-Konto Keins keins, weil ausgewählt. ich kann Prozent. sowieso keins Prozent. festlegen. So, jetzt haben wir das WhatsApp vor uns. Kamera. WhatsApp. Und er sagt erstmal WhatsApp und dann schaltet man quasi nach unten. Kamera. Kamera. Suchen. Suchen. Beitrag.
weitere Optionen. Da ist dann sowas drin wie verknüpfte Geräte und weiß ich was alles und Einstellungen. Community. Chats. Sind 12. So, wenn man das so lässt mit diesem ausgewählt, dann kann es sein, dass man nicht alles durchschalten kann. Deswegen drücke ich hier immer einmal lange drauf. Bei Chats. Dann hören wir nur Chats 12 ohne dem Wort ausgewählt. Und dann kann man auch besser durchschalten. Anrufe. Status, Anrufe. Das ist okay. Das bin ich selbst. So, jetzt schicke ich mir mal selbst eine Sprachnachricht. Im Unterschied zu Telegram werden wir Folgendes feststellen. So. Das heißt, der Blind Shell ist nicht in der Lage, wie wir hören, zum Senden. Nee, warte mal, was sagt der hier genau? Genau, drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt zum Aufnehmen der Nachricht. Zum Senden lassen Sie los. So, das heißt, es gibt keine Aufnahme eingeschaltet, sozusagen. Also kein Dauersenden im Blind Shell. Gibt's nicht. So, das heißt, ich muss hier die ganze Zeit die Taste drücken, wenn ich hier sprechen will. Und das ist jetzt eine Testnachricht von WhatsApp mit dem Blind Shell Classic 2. Immer noch Android 8.1 für den Beitrag über die Messenger. Bearbeitungsfeld, Nachricht. Jetzt habe ich losgelassen und manchmal kommt dieses Plop, dass die Nachricht gesendet wurde und manchmal kommt es nicht. Und jetzt kann ich hochschalten. Zugleiste. Abspielen. Da höre ich den Abspielbutton. Pause. Haha. Und noch ein Nachteil hat dieses WhatsApp im Allgemeinen irgendwie, aber das habe ich auch schon gemerkt, glaube ich, als ich das auf dem Xiaomi hatte. Wenn ich das irgendwie blöd halte oder irgendwas ist, dann und ich komme an den NFC-Sensor ran, dann schaltet sich quasi die Lautsprecherbox aus und dann wird das WhatsApp nur weitergegeben über die Ohrmuschel. Das ist auch noch so ein Nachteil von WhatsApp. Das passiert keinem im Telegram, nicht mal dem Blind Shell Classic 1. Na gut, da gibt es auch kein WhatsApp. Aber, also, man merkt schon, bis man da an die Chats rankommt, dauert's. So. Okay, jetzt mache ich erstmal wieder Sperre und dann mache ich die Sperre wieder raus. Dann mache ich das WhatsApp mal zu. Und dann gucken wir uns das nochmal. Dann mache ich nochmal einen Vergleich zwischen WhatsApp und Telegram auf dem Blind Shell insofern, als dass ich über die verpassten Ereignisse nochmal gehe. 7 verpasste Ereignisse, 1 von 6. WhatsApp-Nachricht von WhatsApp, 59 Nachrichten aus 12 Chats. So, er sagt 59 Nachrichten aus 12 Chats. Achtung! Dorf an Ruhigen, 17.29 Uhr. Silvia, 1.23 Uhr. 19 ungelesene Nachrichten, 19. Okay. Dadurch, dass ich das WhatsApp schon mal auf hatte, kommt jetzt gerade nicht das Problem rein mit dem Google Backup bla bla bla. Aber das würde normalerweise auch noch kommen. Und dann muss ich erst den Chat suchen. Profilbild von Rosa Apfelbaum. Heidi Ried, Bild, Chat fixieren. So, und ich habe schon wieder die Chats nicht richtig. Weitere Optionen, Bild, Community, Chats, ausgewählt, 12, ausgewählt. Genau, hier ist noch das ausgewählt. Dann machen wir mal einen langen Tipp drauf. Status. Ja, der zweite Chat ist meistens nicht lesbar, das ist auch sehr schön. Der dritte Chat ist es dann. Dann suche ich mir meistens irgendeinen Chat raus, öffne den mal und schalte dann wieder zurück. Und dann komme ich erst an den Apfelbaum ran. Das ist übrigens, Apfelbaum ist übrigens von Kuhstall, also vom Kuhstall-Netzwerk. Und Dorfandroiden ist die Android-Gruppe vom Kuhstall auch. So, also hier merken wir schon, das Ganze ist sehr umständlich. Wir nehmen mal eine Telegram-Nachricht zum Vergleich. 6 verpasste Ereignisse, 1 Telegram-Nachricht von
Smartwatch. Ja, nehmen wir mal. Zusammenhelfen und Notfallkanal. Na, nehmen wir mal so eine Nachricht hier. Von 11:01. Da drücke ich jetzt mal drauf. Lade. Eingehende. Georg. Bilddatei. 34 Kilobyte. Schon wieder dieser Depp mit der Kamera. Schulter zu Kellermann. Vor 34 Minuten. 1 von 12. Zack, bin ich im Telegram-Chat drin. Und selbst wenn da Nachrichten nachgekommen sind, schon seit 11 Uhr sonst was, nimmt der mir die neueste Nachricht und liest die erstmal vor. Aber ich muss nicht erst ewig da rumschalten und wischen und machen. Und naja, wischen sowieso nicht, aber auch nicht lange suchen und auch nicht erst die Chats da durchsuchen. Der sucht mir, der macht einfach die Chats als einzelne Ereignisse. Das kriege ich in WhatsApp nie hin. Also ich als Androider habe mit schon alleine dadurch, dass WhatsApp nicht cloud-basiert richtig gearbeitet hat, jahrelang. Und eigentlich immer noch nicht richtig synchronisiert. Ich habe das schon auf dem Windows jetzt laufen, das WhatsApp. Ja. So, ich habe das... Ich habe das auf dem PC laufen, da merke ich, das synchronisiert nicht richtig. Ich habe es laufen hier und ich habe es auf dem Linux, aber nur als webbasiertes Ding laufen, aber da habe ich mich nicht so oft eingeloggt. Kann sein, dass ich da auch rausgeflogen bin. Dann bin ich zur Not eben rausgeflogen, ist auch egal. Aber da merke ich im WhatsApp doch eine ganz schöne Umständlichkeit. Und schon alleine, wenn ich mir einen Beitrag weiterleiten will, den muss ich manchmal, bevor ich ihn überhaupt teilen kann, an mich selber weiterleiten. Und selbst wenn ich teilen will, bin ich sehr eingeschränkt. Ich kann ihn zwar an mein Telegram weiterleiten, aber mit dem Runterladen ist so ein bisschen, wo finde ich den dann auf dem Blind Shell? Also das WhatsApp ist auf dem Blind Shell an sich ziemlich umständlich. Ein Telegram, da kann ich immer sagen, ja, weiterleiten, zack, an mein gespeichertes. Das würde entsprechend weiterleiten an meine WhatsApp-Nummer im WhatsApp. Und dann müsste ich das daraus wieder rausnehmen, aber ich könnte es nicht von da aus direkt, manchmal kann ich daraus nicht direkt abspeichern. Bei YouTube-Links habe ich dann noch Glück, weil BlindShell hat ein eigenes YouTube-Ding, was sie gebaut haben, aufgrund der API von YouTube. Also aufgrund der Programmierschnittstelle, die YouTube für externe Apps bereitstellt. Und dadurch habe ich Glück, dass das wieder vereinfacht wird. Aber WhatsApp ist doch ganz schön, umständlich. So, dann will ich noch eine Sache zeigen. Die Sache wurde, glaube ich, jetzt von Sven gar nicht angesprochen. Das ist der Facebook Messenger, den das Blind Shell auch hat. Ich habe den Facebook Messenger auch auf dem Android drauf. Da ist er etwa so wie... Ja, wie Telegram oder so. Wenn ich dann Chat öffne, ist der auch da. Da ist er eigentlich so ähnlich wie Signal oder irgendwer anderes. Aber der hat einen richtigen Senden-Button. Da ist dann nicht Facebook-Nachricht oder so. Das ist ein richtiger Senden-Schalter. So. Aber hier ist Facebook Messenger. Will ich mal was zeigen. Gehe ich jetzt mal in die Applikationen, gehe in die Kommunikation und sage Facebook Messenger 2. Das Messenger. So, und jetzt dauert es eine ganz schöne Weile. Jetzt ist er da. Menü, alle Chats. Aber ich kann immer noch nicht schalten. Ich habe einmal gedrückt. Chats. Neue Nachricht. Benachrichtigungsfeld. Eingabefeld. Nadine ist jetzt aktiv. Also es dauert wirklich eine ganz schöne Weile, bis überhaupt da irgendwas zu sehen ist. Und wenn da mal eine Facebook-Nachricht kommt, ist es so ähnlich wie im WhatsApp, dass ich erstmal den Chat suchen muss. Ja Gott, wo ist denn die Nachricht nun? Das ist nicht gerade schön. Chats.
Ja, eine ungelesene Nachricht. Na gut, kann ich mir irgendwann mal antun, aber jetzt gerade nicht hier in der Vorführung. So. Also wie gesagt, die schönsten Sachen sind hier tatsächlich im Blind Shell das Telegram und der YouTube-Client. Der ist wirklich toll, weil da kann man YouTube so gucken, als ob man einen Premium-Account hätte und das auch noch ohne eine Account-Anmeldung gemacht zu haben. das ist richtig schön. Und ich habe noch bei Telegram die Einstellungen jetzt vergessen, in Blind Shell durchzugehen. Das mache ich auch nochmal schnell. Für diejenigen, die tatsächlich vielleicht überlegen, doch zu Telegram mal zu gehen und sich das anzugucken. Wir gehen mal in die Einstellungen. Im Hintergrund in Verbindung bleiben. Das ist im Prinzip nur, dass er im Hintergrund guckt, was tut sich in meinen Chats Neues. Letzte Sichtbarkeit der Teilnehmer. 2 von 4. Letzte Sichtbarkeit der Teilnehmer. Zuletzt Online-Anzeigen ausgewählt. Online-Anzeigen ausgewählt. Kann man auch ausschalten. Dann könnte man das nicht sehen, wenn man jetzt in den Chats ist. Das zuletzt online sieht man übrigens nur, wenn man in die Chat-Übersicht geht. Nicht aber, wenn man in die Kontaktliste geht. So. Zuletzt Online-Anzeigen ausgewählt. Zuletzt Online-Anzeigen nicht ausgewählt. Genau. Konto bearbeiten. Konto bearbeiten. Gut, da kann man vielleicht noch irgendwelche Einstellungen ändern. Name oder sonst irgendwas. Abmelden. 4 von 4. Und abmelden heißt einfach nur die Sitzung abmelden. Das passiert mir manchmal, wenn ich plötzlich irgendwelchen geheimen Chats zugefügt werde, die ich nicht mal über die anderen Telegram-Clients lesen kann. Dann melde ich mich hier einfach ab und melde mich neu an. Das ist nicht weiter schlimm. So. Abmelden. 4 von 4. Einstellungen. So, wir haben... Wir gucken jetzt nochmal die Kontakte uns schnell an. Kontaktliste. 1 von 2. Da gibt es eine Kontaktliste. Neuen Kontakt hinzufügen. Und einen neuen Kontakt, den man hinzufügen kann. So. Kontakte. 2 von 5. Und wir gucken mal in die Kontaktliste. Da dauert es eine Weile, bis die geladen wird, je nachdem, wie groß die Liste eben ist. Und jetzt haben wir die Liste schon. Und ich gehe jetzt mal auf meinen. Tino Wolf, Mutti Mobil Nokia, Maike Liebeneck, Erik Röder, Wolfgang Skase, Balke, Sie, Berdi Untertäller, Tocke Börmer Lade, Tobias Fechner, Tobias Franke, Telegram, Sven Heinreich, Storch Redaktion. Ah nee, ich mache was anderes. Ali Bühler, Heidi Ried, 30 von 84. So, ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Heidi Ried. Ich gehe jetzt nicht in den Chat rein, um Gottes Willen. Das mache ich nicht. So, wir hören aber nichts von zuletzt online, bla bla bla. Kontaktliste, 1 von 2. So, mache ich das Gleiche, aber in der Chatliste. So, ich versuche jetzt mal. Da hören wir vor 3 Stunden auf einmal. Das hört man in der Kontaktliste aber nicht. Das hört man nur in der Chatliste. Also es gibt so ein paar Kniffe sozusagen oder ein paar Spitzfindigkeiten. Aber ansonsten ist Telegram eigentlich für den Blind Shell so das Beste, was man haben kann, solange es sich um Nachrichtenaustausch handelt. Im Gegensatz zu WhatsApp zum Beispiel. Jetzt könnten natürlich spitzfindige Leute auf die Idee kommen, na gut, wenn das Ding keine Telegram-Telefonie kann, dann melde ich mich halt über den Browser an. Das geht sicherlich auch, ist aber nicht besonders komfortabel. Ich habe es mal gemacht, es geht tatsächlich auch, aber schön ist es nicht. Schön ist tatsächlich dieser Client, dieses Telegram, was hier Blind Shell Telegram Messenger heißt oder so, in der Paketliste. Aber der eigentliche Web-Telegram ist auch nicht schön. Ne? Naja, gut. Okay. Ich denke, wir haben so grob jetzt die Messenger durch. Ich kann ja jetzt nicht einfach mal hier irgendwie Nachrichten vorlesen lassen. Das, ich habe sowieso schon, aber sie wird nichts dagegen haben, dass ich mal kurz Heidis Kontakt genommen habe. Weil ich kann es an mir selber zwar auch vorführen, aber ich habe mich selber wieder nicht in der Kontaktliste drin,
da habe ich nur den Telegram wieder und da sehe ich mich aber wieder nicht, dieses Wolfram R, mein gespeichertes sehe ich dann nicht und deswegen ist das alles ein bisschen blöd. So, ich mache jetzt mal die Tastatur wieder aus und die Aufnahme beenden wir langsam auch. Genug gefaselt für heute. Und dann hört man sich bald wieder. So, diese Nachricht geht jetzt in meinen Blog, in die Telegram-Gruppe auch. Das werdet ihr aber nicht mitkriegen. Ich könnte jetzt quasi aus dem Diktiergerät heraus die Nachricht auch teilen, denke ich, ans Telegram. Wenn nicht, muss ich es an PC anschließen, geht auch. Und dann geht das irgendwann ins Telegram. Bis dann!